So, da bin ich wieder. Lasst uns weitermachen. Jetzt kommen wir zu den A3-Sachen. Manche sind allerdings auch Drucke, die ich vom A4 habe vergrößern lassen, wie das zum Beispiel. Und das hier, das kennt man ja auch schon. Oder das hier. Genau wie das. Das habe ich ebenfalls ausdrucken lassen. Das habe ich in einer anderen Mappe im Original drin. Das ist Lita aus Elfenwelt. Das ist eine Comicreihe. Das Original hat wunderschön Glitzer. Aber das sieht man hier auf dem Druck jetzt allerdings nicht. Dies hier, das ist zum Beispiel ein Original. Das von Heidi Kabel und Freddy. Was ich als Druck in der Mappe in A4 dann hatte. Das hier war ja, wie gesagt, ein Auftrag. Das ist eigentlich jetzt nur noch eine Kopie. Das Original ist ja weg. Das hier ist jetzt wieder ein Original. Das ist die Queen und ihr Ehemann anlässlich zu ihrem 90. Geburtstag. Mit Hogwarts-Siegel. Da. Ein wunderschönes Siegel. Mit Goldsiegellack. Das hier sind so lustige Kritzeleien. Einfach so hier mit Schablonen und so, die ich überall rumfliegen habe. Das hier ist das Originalbild hier von dem Schauspieler George, Christopher George, der leider schon tot ist. Das war die Vorlage dazu. Das ist jetzt hier mit Buntstift auf A3 auf Zeichenkarton. So, hier haben wir jetzt einen Absatz, ein leeres Blatt. Hier haben wir nämlich jetzt verschiedene Heinche-Bilder, die allerdings teilweise doppelt drin sind und dreifach drin sind. Das hier sind jetzt zum Beispiel die Drucke und das ist das Original. Das ist zum Beispiel das Original. Weil da habe ich mehrere von gemacht, weil manche mögen und wollen ja manchmal Kopien haben oder auch ein Original oder so. Deswegen habe ich die alle mehrfach hier drinne. Ja, wie man hier so sieht, das ist das wieder ein Original hier. Und das hier sind jetzt wieder Drucke. Die lasse ich machen hier bei uns in einem unserer Zeitschriftenläden. Die haben einen guten Kopierer. Weil ich habe ja nur einen A4-Kopierer. Und die haben einen A3-Drucker. Dies hier war ursprünglich mal ein Ölgemälde, aber das habe ich nicht mehr. Das ist im Heinche Fanclub irgendwann mal gelandet, vor vielen Jahren. Und dann so ein paar alte Dinger hier. Das ist ziemlich neu hier. Da habe ich ja, das Original ist in A4. Und das hier war wieder ein älteres. War auch noch ein Druck. Das hier ist wieder ein Original. Das war letztes Jahr zu seinem 60. Geburtstag. Dieses Jahr wurde er ja 61, Heinche. Und das ist dann ein Druck. Wie das hier. Sieht man ja. Und das ist ebenfalls ein Druck. Das Original ist ja im A4. Und das hier ist original auch in A4. Das hier ist ja Bobby Rosso. Das auch. Und das ist ja Dr. Morton, der diabolische Arzt. Dann Paddy Kelly, das hier ist ein Original. Und dann kommen wir wieder zu den Drucken. Habe ich auch gleich mehrere gemacht, falls einer Fan wieder sowas haben will. Dann ebenfalls ein Druck hier von A4 auf A3. Von dem Folterkeller. Dann noch schöne Drucke hier von Bayala. Von den Originalen, was ich ja damals ausgemalt hatte. Einmal hier in Aldi-Buntstift und einmal in Polychromos. Und dann habe ich das eingescannt und dann auf einen Dings verbunden.
und dann noch einen Hintergrund eingefügt. Und dann hier diese Horrorgestalten hier, habe ich ebenfalls ausdrucken lassen. Die habe ich auch für mich ausdrucken lassen. Ja. Nur hier ist jetzt nichts mehr, das sind jetzt Originalposter aus Bayala. So, dann sehen wir uns im nächsten Video. Aho, tschüssi.